Jupp Heynckes muss das ungleiche Trainerduell mit Julian Nagelsmann am Samstag ohne Javi Martinez und Mats Hummels angehen. Ein Ex-Hoffenheimer bekam vom Bayern-Trainer aber eine Startelf-Garantie. Bayern gegen Hoffenheim, Jupp Heynckes gegen Julian Nagelsmann, oder auch der mit 72 Jahren älteste gegen den mit 30 Jahren jüngsten Trainer der Bundesliga. Julian hat der Mannschaft ein anderes Gesicht gegeben, Strukturen aufgebaut. Er wechselt auch gerne ein- bis zweimal während eines Spiels das System, lobte der Bayern-Trainer am Freitag die Arbeit seines Kollegen aus dem Kraichgau. Nagelsmann hat gegen die Münchner bislang ein Remis und zuletzt zwei Siege geholt, ist noch ungeschlagen gegen sie. Allerdings, in Heimspielen hat Bayern noch nie gegen Hoffenheim verloren, bei 9 Versuchen gab es 7 Siege und 2 Remis. Dabei blieb der FCB kein einziges Mal torlos. Heynckes ist vor dem Duell am Samstag, 15. Uhr, live, bei kicker.de, sicher? Das wird eine prickelnde Party werden, da treffen zwei gute Mannschaften aufeinander. Damit beide Trainerserien halten, müsste es also unentschieden ausgehen. Fehlen werden dem Rekordmeister neben den Rekonvaleszenten Manuel Neuer und Thiago auch Javi Martinez, sowie Mats Hummels. Den Spanier habe er beim 4:2 gegen Bremen wegen Magen-Darm-Problemen auswechseln müssen. Das gelte auch für Hummels, der noch eine weitere Woche Trainingsintensität benötige. Hummels Ausfall gibt Niklas Süle eine Startgarantie gegen seinen Ex-Club. Sebastian Rudi und Sandro Wagner, die beiden weiteren Ex-Hoffenheimer, bekamen diese von Heynckes nicht. Für ihn spiele es bei der Entscheidung für die Startelf nie eine Rolle, ob ein Spieler auf seinen ehemaligen Verein treffe. Rudi könnte durch Martinez fehlen dennoch eine Option sein, während sich Wagner wohl wieder mit der Joker-Rolle hinter Robert Lewandowski begnügen muss. Wenn ich den Zeitpunkt für richtig erachte, dann wird er spielen, sagte Heynckes.